Willkommen zu den organischen Pflanzenwissenschaften. Heute der letzte Teil der Anpassungsvorlesung und heute nochmal über Ernährung. Hier sehen Sie es nochmal. Den Rest haben wir vorher schon besprochen. Bei Ernährung möchte ich vier Dinge näher ansprechen. Das sind die Wurzelsymbiosen, die Epiphyten, die Parasiten und die Karnivoren oder fleischfressenden Pflanzen. Die Wurzelsymbiosen. Die Symbiose, erstmal allgemein, ist eine Wechselbeziehung, das kennen Sie, Erhöhung der Fitness, das hatten wir schon in der Anfängervorlesung schon besprochen. Und wir wollen hier zum einen die Assoziation von Wurzeln und Pilzen besprechen, die sogenannte Mykorrhiza, und das zweite ist die Stickstofffixierung bei den Fabazeen, die Wurzelknöllchen. Das alles bitte wieder in gebotener Kürze, um einen Überblick zu kriegen. Die Feinheiten kommen zu gegebener Zeit später im Studium. Die Mykorrhiza. Der Pilz hat, oder machen wir es anders, die Pflanze verbessert die Assimilationsversorgung des Pilzes und der Pilz verbessert die Wasser- und Nährsalzversorgung der Pflanze. Also beide Partner investieren und beide Partner profitieren von dieser innigen Verbindung. Man weiß inzwischen, dass etwa 90% der Pflanzen und über 6000 Pilzarten zu Mykorrhiza befähigt sind. Das ist also keine Ausnahme, sondern im Grunde eher der Normalfall. Wenn man vereinfacht es einteilen wollte, gibt es die Ektomykorrhiza. Das ist sehr schön, das können Sie wunderbar finden, wenn Sie mit mir in die Eifel gehen. Wir buddeln mal so ein bisschen die Oberfläche weg von Laubbäumen. Da findet man oft, dass die Bäume hier solchen weißen Pilzbezug haben. Das ist die Ektomykorrhiza, also die Wurzeln aus einem Myzelmantel, einem Pilzmantel. Und damit haben Sie eine innige Verbindung und beide Seiten profitieren da sehr. Sehr schön von. Das andere Extrem ist die Endomykorrhiza. Dann gehen die Pilzhyphen in die Zellen der Wurzeln rein und da wird entsprechend dann eine Symbiose sozusagen aufgebaut. Das sind meist die krautigen Pflanzen und da gibt es verschiedene Typen zu. Hier habe ich mal aus Wikimedia Commons eine sehr schöne Arbeit gefunden. Da zeigt man verschiedene Möglichkeiten, welche es da gibt. Die müssen Sie mich identifizieren. Hauptsache, wir wissen grundsätzlich, es gibt eine Mykorrhiza und dann kann man da näher unterscheiden. Wenn wir das in späteren Kursen nochmal genauer aufnehmen wollen, dann können wir es ja gerne machen. Und der zweite Punkt, den ich eben angesprochen hatte, sind die Wurzelknöllchen bei den Fabazeen. Auch hier erstmal nur als Phänomen, noch keine detaillierte Beschreibung. Hier geht es eben darum, dass Fabazeen im Wurzelbereich solche Knöllchen haben und damit eben Luftstickstoff fixieren können. Diese Knöllchen sind eine Symbiose aus einem Bakterium, Rhizobium und eben der Wurzel selbst. Hier entsteht dann ein luftfreier Raum, ein anaerober Raum und da können dann die Bakterien wunderbar Luftstickstoff in Nitrat umwandeln. Hier nochmal diese schönen Wurzelknöllchen. Sie sehen, die können durchaus, das ist 1 cm, die können durchaus mal einen halben Zentimeter erreichen im Durchmesser. Und wenn wir dabei sind bei solchen Wurzelknöllchen, dann gibt es noch so einen dritten kleinen Fall bei der Schwarzerle, Alnus. Auch da in der Eifel, wenn wir dann in Sumpfgebieten sind, kann ich Ihnen das mal zeigen. Das sind solche sogenannten Rhizotamnien. Es gibt noch andere Begriffe, Actinorhiza, Korallioide, Wurzelbüsche. Auch das ist etwas ähnlich wie die Wurzelknöllchen. Hier haben wir ein anderes Bakterium, Frankia alni. Auch das kann Luftstickstoff entsprechend fixieren. Über Stickstoffkreisläufe und solche Dinge hatten wir bereits in der Anfängervorlesung gesprochen. Das lasse ich jetzt an dieser Stelle hier mal weg. Dann sind wir schon mitten in der Ökologie. Da muss man sehr aufpassen, dass man das zwar ganzheitlich sieht, aber nicht alles immer ständig wiederholt. Das ist leider das Problem. Damit werden die Wurzelsymbiosen als Phänomen behandelt. Nehmen wir das Phänomen der Epiphyten. Epiphyten sind Aufsitzerpflanzen, hier eine sehr schöne Aufsitzerpflanze, das Louisianermoos, Tillandsia usneoides. Dieses Ding hängt an allem dran, was sich nicht wegbewegen kann und braucht aber entsprechende Bedingungen dazu. Grundsätzlich hat ein Epiphyt eine Trägerpflanze und das ist eine Unterlage, um eine bessere Exposition zu haben.
Epiphyten tun zunächst mal nichts, können natürlich, wenn sie zu stark den Baum oder die Trägerpflanze beladen, dann doch mal so ein bisschen negativ sein, aber grundsätzlich tun die erstmal nichts. Und rein funktionsbiologisch ergeben sich eigentlich drei Fragen. Erstens, wie kommt die Pflanzen dahin? Da müssen Sie genau untersuchen. Hier bei dem Tillandsia ist es zum Beispiel so, dass es oft kleine Triebspitzen werden von Vögeln mitgeschleppt an den Krallen und dann entsprechend wieder irgendwo abgelagert. Aber natürlich auch über die Samen oder Früchteausbreitung. Da gibt es viele schöne Beispiele. Das Zweite, wie schaffen es die Pflanzen, sich dort festzuhalten? Auch da gibt es verschiedene Mechanismen. Zum Beispiel, dass es so sklerenchymatisierte Wurzeln gibt, die das entmachen, oder auch andere Fälle. Aber dass man weiß, es gibt auch da im Einzelfall verschiedene Dinge. Und bei uns ist heute ja das Thema die Ernährung, Wasser- und Nährstoffversorgung. Meine Sonne haben Sie von selber, aber wo kommen Sie an Wasser und Nährstoffe dran? Das müssen Sie irgendwie bewerkstelligen. Da zeige ich Ihnen ein paar von. Das eine ist bei den Orchideen, typische Familie, die viele Epiphyten hat, das sogenannte Velamen oder Velamen radicum, je nachdem, welches Buch Sie gerade lesen. Und hier sehen Sie einen sehr schönen Schnitt. Das ist die typische Wurzel, Zentralzylinder, Wurzelrinde, Exodermis. Und die Rhizodermis, die ist umgewandelt worden, ein mehrschichtiges Velamen-Radikum. Diese Zellen sind alle tot, haben teilweise Verstärkungsleisten und dadurch, weil die hier im Luft gefüllt sind, wirkt ein Velamen-Radikum zunächst weiß. Wenn nun aber Wasser draufkommt, dann ist es so, dass das Wasser sich hier kapillar eindringt und dann hier unten sind oft noch chlorophyllhaltige Elemente enthalten in der Wurzel. Wir hatten ja eben bei Bandwurzel auch schon gesehen, das machen Orchideen ganz gerne. So, und dann wird das Wasser hier rein transportiert und in dem Moment, wo das hier Wasser gesättigt ist, ist der Brechungsindex ein anderer und aus der weißlichen Wurzel wird eine grünliche Wurzel. Und dass es sich wirklich um eine Rhizodermis handelt, sieht man an solchen jungen Wurzeln ganz gut. Sie sind nämlich erstmal grün. Grün kommt aus den unteren Schichten hier, da ist so oft Chlorophyll eingelagert in äußeren Schichten der Wurzelrinde. Und die Rhizodermis ist hier noch lebendig und die wandelt sich dann um in einen solchen kleinen Hüpfpelz. Schon tolle Sachen, dieses Velamen-Radicum. Bei der Familie der Bromeliazeen gibt es auch noch so ein paar tolle Sachen, nämlich die Zisternen und die Saugschuppen. Auch das sind ganz typische epiphytische Pflanzen. Nehmen wir hier die Zisternen. Hier sehen Sie eine typische Bromelie, die gerade mal blüht. Und da, das sind so typische Zisternen, zum Beispiel in den Achseln der Blätter. Da kann ich das halten. Oder aber, wenn Sie einen richtigen Trichter bilden, wenn so mehrere Blätter als Rosette innen drin so einen richtigen Trichter haben, auch da kann dann die Pflanze entsprechend Wasser draus entnehmen. Interessant ist vor allen Dingen sind die Saugschuppen. Dieses Weißliche kommt dadurch zustande, dass hier unzählig viele Saugschuppen als mehrzellige Haare sich drauf befinden. Wenn Sie das mal fotografieren wollen, ich gebe zu, das ist keine tolle Aufnahme, die ich da fabriziert habe, aber man kann schon erahnen, dass es hier überall solche merkwürdigen Haare gibt. In der Tat sehen die so aus und da zeige ich ein bisschen genauer. Wenn Sie so Schuppe mal rausnehmen, hier mal eine Zeichnung, da sehen Sie, die Haare sind typisch organisiert in Deckelzellen, Ringzellen und Ähnlichem. So, und wenn Sie das Ding mal längs schneiden, dann haben Sie diesen Bereich. Das machen wir mal ein bisschen anders, dann sieht man ein bisschen deutlicher, was wir eigentlich haben wollen. Hier sehen Sie die Epidermis gelb markiert. So, hier dann irgendwelche Gewebe der Achse. Und, oder des Blattes, je nachdem. Und dann hier haben Sie hier so ein Haar drauf sitzen. Das hat so Stielzellen, das sind diese hier. Oben drauf die Deckelzellen, das sind dann diese oder die der Mitte. Drumherum gibt es ein paar Ringzellen, das sind dann diese hier. Und dann diese Randzellen. So, und was im Grunde passiert, das ist im getrockneten Zustand und das ist im angefeuchteten Zustand. Hier, das Zeug trocknet aus und legt sich wie so ein dicker Pfropfen hier um diese eigentliche Öffnung, sodass also hier ein wasserdampfruhiger Raum stattfindet. Wenn aber Wasser kommt, dann dringt Wasser überall rein, hier zu langsam und hier durch die Ritzen geht das langsam rein und dann heben sich diese Zellen an.
Diese Randzellen senken sich dabei ab und hier dieses Wasser, was in diesem Bereich nicht befindet, wird über die Zellwände kapillar aufgenommen und dann nach unten abtransportiert. Und dann noch sowas ganz Beklopptes, sage ich es mal so wertfrei, die Lychnidia rafflesiana, eine Apocynaceae. Hier sieht man die Pflanze in einer sehr schönen Zeichnung und hier sieht man sie von Wettsteins Handpositionalen Botanik. Ganz toll zu sehen. Die machen einen Hohlkörper, einige Blätter. Manche Blätter sind ganz normal, manche machen halt einen Hohlkörper. So. Und in diesen Hohlkörper wächst, wenn man es mal aufschneidet, eine Wurzel rein. Und wenn nun Ameisen hier reinkrabbeln, wenn Staub hier reinkommt, Wasser läuft hier rein, dann füllt sich dieser Hohlraum so langsam mit Detritus und die Wurzel kann diesen Bereich wunderbar für sich ausnutzen und der Pflanze Nährstoffe zukommen lassen. Finde ich ein ganz tolles Ding. Die Dinger haben quasi ihren eigenen Blumentopf, gibt es aber relativ selten. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der Parasiten. Parasiten sind Schmarotzer und Schmarotzer heißt, die zapfen die Leitungsbahn an. Das heißt, sie haben keine Trägerpflanze wie Epiphyten, sondern sie haben eine Wirtspflanze, eine sehr einseitige Beziehung. Und diese Leitbahnen werden angezapft über spezielle Saugorgane, sogenannte Haustorien. Und wir unterscheiden zwei verschiedene grundsätzliche Typen von Parasiten. Das eine sind die Hemiparasiten, die können auch selbst assimilieren. Das andere sind die Holoparasiten, die leben vollständig vom Wirt. Alles gibt es eben nicht nur in den Tropen, sondern auch hier bei uns. Das werden wir in der Eifel sehr, sehr stark vertiefen. Hier nur so ein paar kleine Hinweise darauf, weil es dann doch ein schönes Phänomen ist. Ein Hemiparasit ist unsere Laubholzmistel, die Viscum album. Da gibt es verschiedene Unterarten von. Das sieht man jetzt gerade im Winter sehr, sehr schön, diese ganzen Büschel hier. Und gehen Sie ein bisschen näher ran, dann sehen Sie die schöne Verzweigung. Und wenn Sie das mal durchschneiden, da sehen Sie dann die innige Verbindung der Mistel mit dem Baum über hier solche Haustorien. Das ist natürlich eine sehr starke Arbeit, das wirklich zu präparieren, bis solche Zeichnungen dann zustande kommen und sieht, dass diese Pflanze hier drin sitzt und die Leitbahn anzapft. Das können Sie mit so einem Sägeschnitt natürlich kaum feststellen. Aber grundsätzlich hier ein Hemiparasit, der sitzt auf oder in der Pflanze drin, kann aber selber eben auch noch assimilieren. Ja, meine Cuscuta, eine meiner Lieblingspflanzen hier, Teufelszwirn. Da gibt es eine Reihe von Arten, die sind meistens einjährig. Und interessanterweise ist das ein Bild, was ich erst mal gesehen habe, weil ich glaube, Haupt heißt ja meine Bewegungsphysiologie der Pflanze. Und ich habe als Student gedacht, das meint er jetzt nicht ernst, da krabbeln Würmer auf irgendwelche Pflanzen zu. Das musste ich dann irgendwann mal, als ich Gelegenheit hatte, mir Samen zu besorgen von Cuscuta, mal ausprobieren. Man sieht, hier eine Zeichnung kann schon einen anderen Eindruck erwecken als ein Foto. Hier ist die Wirtspflanze und hier sieht man die Keimlinge, die wachsen aktiv, chemotaktisch angelockt hier von dieser Pflanze, wachsen chemotrop auf diese Pflanze zu, erreichen sie und können die anzapfen. Das ist schon ein hübsches Phänomen, wenn man das so beobachten kann. Da sehen Sie, wie die Pflanze dann ein paar Wochen später den Wirt erreicht und umschlungen hat. Und wenn man ein bisschen näher ranguckt, das ist eine andere Art, die habe ich im Feld mal fotografiert. Da sieht man dann in dieser Stelle noch ein bisschen vergrößert, da sieht man die Haustorien, wie sie in das Gewebe der Wirtspflanze reingehen. Das soll uns hier genügen, dass man sehen kann, ah, wir haben hier einen Parasit, der wird doch gar nicht mehr grün, der bleibt so gelblich, der ernährt sich komplett von seiner Wirtspflanze. Und ich glaube, das reicht uns schon, wenn wir wissen, die haben eine Wirtspflanze, wir haben Haustorien und wir unterscheiden zwischen Vollschmarotzern und Halbschmarotzern, Hemiparasiten und Holoparasiten. Das ist einfach eine erste Einteilung. Das machen wir, wenn Sie mögen, dann etwas intensiver während der Eifel-Exkursion. Last but not least, Karnivore dürfen nicht fehlen, sind eigentlich relativ wenig Pflanzen, die Karnivore sind, aber umso interessanter. Wir hatten ja schon Dionea, die Venusfliegenfalle, kennengelernt. Hier nochmal drei Fallentypen. Aber zunächst mal, was ist überhaupt Karnivorie? Das sind Pflanzen, die Tiere fangen und verdauen.
Das ist ganz wichtig. Wir haben also einen speziellen Verdauungsapparat. Und wenn es nur ist, dass wir hier bei der Drosera, beim rundblättrigen Sonnentau, dass man hier diese Klebehaare hat auf den Blättern, dadurch fängt man, die kann man sehr schön sehen, diese Klebetröpfchen, damit fängt man, sag ich mal, das Insekt. So, und dann drehen sich die Tentakel so hin, dass das Insekt zur Blattfläche hin sozusagen manövriert wird. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Und dann werden hier in der Blattfläche, da wird so eine kleine Kugel gebildet. Hier kann man es ein bisschen sehen. So, da drin ist vermutlich sogar ein Insekt eingeschlossen. Und dann werden entsprechende Enzyme sezerniert und das Insekt wird entsprechend ich sag mal, ausgelutscht. Das sind typische Klebpfannen. Da gibt es verschiedene Typen von Pinguicula und ähnliches. Hier als Typusbeispiel der rundblättige Sonnentau, den man in manchen guten Mooren auch noch finden kann. Dann gibt es die Fanggruben. Da gibt es auch verschiedene von. Ich habe hier mein Nepenthes ausgewählt, hätte auch Darlingtonia nehmen können oder Sarrazenia oder Kephalotus. Aber hier, das ist so Nepenthes, so die berühmteste. Das ist das Blatt. Hier ist der Blattstiel. Und hier kann man es ein bisschen aufgeschnitten mal sehen. Das fand ich ganz schön, weil hier hat man den Blattstiel, dann geht das hier rüber und wenn man es hier aufschneidet, sieht man, dass hier drin eine Flüssigkeit sich befindet, die so eine Verdauungszone und hier eine Gleitzone. Das ist mit kleinen Schuppen besetzt, die die Tarsen der Insekten verkleben. Und hier oben haben sie einen Ring, ein Peristom, da sind oft so Nektardrüsen dran und einen Deckel, der anfangs sogar geschlossen ist, um das hier nicht verwässern zu lassen von Regenwasser. Und was nun passiert, das Insekt landet hier oben drauf, will Nektarangebot ausnutzen und rutscht dann durch diese Gleitzone ab und fällt hier unten in diese Verdauungszone rein. Und lustigerweise, naja, für das Insekt weniger lustig, sind jetzt hier Detergenzien drin, wodurch die Oberflächenspannung des Wassers herabgesetzt wird und das Insekt fällt richtig tief ins Wasser rein, will dann wieder rauskrabbeln, geht aber auch nicht, weil die Tarsen werden immer mehr besetzt mit irgendwelchen rutschigen Teilen, die rutschen wieder zurück und irgendwann werden die Insekten dann sterben, sinken an den Grunde der Verdauungszone und dann werden sie entsprechend sezerniert, weil dann werden Enzyme eingegeben und das ist dann irgendwann schnell vorbei. Man findet solche Keime, die teilweise überfall sind mit Insekten und man findet auch eine Spinne, die Nepenthes-Spinne, die baut dann hier ihr Netz rein und lustigerweise das Insekt fällt dann da rein, wird von der Spinne gefangen, wird also quasi gerettet vom Ertrinken, um dann von der Spinne gefressen zu werden. Ja, es gibt schon merkwürdige Dinge. Eine tolle Pflanze kommt in Tropen eben verbreitet vor. Der letzte Fall bei Karnivoren sind die Fangfallen. Auch die finde ich sehr interessant. Utricularia, die kommt auch bei uns vor, der Wasserschlauch in verschiedenen Arten. Eine Wasserpflanze, die solche kleinen Kügelchen hier macht und die kleinen Kügelchen mal ein bisschen größer. Hier eine ganz alte Aufnahme, die ich mal gemacht habe, als ich noch mit einer analogen Kamera fotografiert habe. Man kann es erahnen. Hier sieht man den Stiel am Blatt, hier diese Blase, hier so ein paar Sinnesborsten und hier ist der Deckel. Und in dem Inneren entsteht ein Unterdruck, der wird produziert von der Pflanze. Und die Sinnesborsten, wenn jetzt hier so ein kleiner Wasserfloh, hier ist schon einer gefallen, dieser Wasserfloh hier vorne in den Sinnesborsten dran kommt, dann klappt dieser Deckel nach innen und durch den Unterdruck hier wird das arme Tierchen dann so richtig reingesaugt. Der Deckel schließt sich wieder und der Wasserfloh ist im Inneren und dann wird er so langsam bei lebendigem Leibe aufgefressen. Auch nicht so nett irgendwie. So, dann nur mal so ein paar Beschreibungen über karnivore Pflanzen, damit man mal sieht, was es alles gibt. Das kann man natürlich in bestimmten Kursen noch etwas vertiefen, aber so ein paar hübsche Elemente hier schon sehen, halte ich für sehr wichtig. Insgesamt haben wir die Anpassungen einfach in verschiedenen Facetten etwas angerissen, um ein Gefühl zu kriegen, was Pflanzen alles können. Mir ist klar und Ihnen ist klar, dass man es vertiefen kann, sollte, muss, je nachdem, wie man die eigenen beruflichen Schwerpunkte setzt. Aber einen Überblick darüber zu haben, halte ich für durchaus wichtig. Und das wären die entsprechenden Begriffslisten, die man in irgendeiner Form schon mal gehört haben sollte, damit man eben als Biologe auch entsprechend mitreden kann. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.